Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke, dass ich heute hier sein kann. Danke an die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Ich wurde gebeten, etwas zur AGU 12, die Arbeitsgruppe zum Urheberrecht, zu sagen. Ich möchte allerdings kurz etwas anderes noch vorschieben. Es geht in der Diskussion ums Urheberrecht oftmals etwas unter. Wir haben ein sehr modernes Urheberrecht in der Schweiz. Auf internationaler Ebene gibt es die WIPO Internet Treaties, die 1996 das Ziel hatten, das Urheberrecht an das digitale Umfeld anzupassen. Wir haben die 2008 umgesetzt, aber wir sind weit darüber hinausgegangen. Wir haben denselben Schutz auch Schauspielern gewährt, Audiovisionsproduzenten und Sendeunternehmen. Auf internationaler Ebene haben sie den Schutz der Schauspieler, also Audiovisionsdarsteller, letztes Jahr erreicht. Und in Bezug auf Sendeunternehmen sind die Diskussionen immer noch am Laufen. Wir sind also, was das materielle Urheberrecht betrifft, sehr fortschrittlich und auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt aber nicht, dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen sollte. Und auch der Bericht Savary hat ja gesagt, man muss diese Diskussion aktiv mitverfolgen und man muss rechtzeitig Handlungsbedarf erkennen. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass Frau Sommaruga eine Arbeitsgruppe einberufen hat. Das Mandat hat zwei Schwerpunkte. Einerseits die Anpassung des Urheberrechts an das digitale Umfeld. Ich sage hier Urheberrecht und nicht Urheberrechtsgesetz. Und das zweite ist die Frage der Effizienz der kollektiven Verwertung und der Verwertungsgesellschaften. Nun, diese Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit zunächst einmal aufgenommen, indem sie die Geschäftsmodelle genauer betrachtet hat. Sie hat sich die Frage gestellt, wie werden heute urheberrechtliche Werke, Inhalte, Musik, Film an den Konsumenten gebracht? Wie wünschen sich die Rechteinhaber inskünftig das an die Konsumenten zu bringen? Und natürlich auch, wie wünschen es die Konsumenten? Und dann logischerweise die verbundene Frage, und wie soll denn der Rechtsrahmen dazu ausschauen? Die Arbeitsgruppe hat dabei festgestellt, dass sich zwei Elemente irgendwie bedingen. Einerseits ist das Argument, dass es sehr schwierig ist, neue Geschäftsmodelle zu machen, wenn sich die Leute zuhauf auf dem Internet gratis bedienen. Aber auf der anderen Seite haben auch die Konsumenten, vielleicht nicht ganz zu Unrecht gesagt, aber wo sind denn die legalen Angebote, bei denen wir uns bedienen sollen? Es gibt also hier so eine Art Vicious Circle. Man hat dann allerdings aus dieser Debatte eine Erkenntnis gewonnen. Man hat erkannt, dass es wahrscheinlich notwendig ist, die illegalen Angebote auf dem Internet zu bekämpfen. Aber auf der anderen Seite, dass es auch notwendig ist, über die legalen Angebote nachzudenken und diese zu verbessern. Nun, wenn Sie sich die Frage stellen, ja, wie denn allenfalls diese Bekämpfung ausschauen soll, dieser illegalen Angebote, das ist wahrscheinlich einer der zentralen Punkte in diesem Programm. Die AGU hat das bis jetzt andiskutiert und es sieht ein bisschen so aus, dass die Tendenz dahin geht, eine Selbstregulierung zu empfehlen oder zu befürworten. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, weil diese ganze Technologie sehr stark im Umbruch ist und in einem Rahmen einer Selbstregulierung kann man viel schneller auf technische Veränderungen reagieren als mit Gesetzen, die technisch neutral sind und doch eher auf längere Dauer angelegt sind. Solche erste Schritte gibt es bereits. Es gibt Codes of Conduct, auch in der Schweiz. Es stellt sich dann vielleicht etwas die Frage, ob die bestehenden Codes of Conduct ausreichen. Der kritische Punkt hier dürfte vermutlich sein die Frage des Stay-Down. Heutzutage haben wir eine Notice-to-Take-Down-Verfahren, also das heißt, wenn verletzende Inhalte gemeldet werden, dann nehmen Host-Provider diese runter. Aber es ist natürlich bis zu einem gewissen Grade unbefriedigend für Rechteinhaber, wenn sie feststellen müssen, dass 5 Minuten später dasselbe wieder zugänglich ist, womöglich sogar noch durch denselben Nutzer. Nun, die Frage ist ein bisschen, wie soll dann ein solches Stay-Down ausschauen? Nicht, das wird wahrscheinlich dann Gegenstand sein weiterer Verhandlungen und Diskussionen. Ich denke nicht, dass wir in eine totale Überwachung
laufen würden. Es muss ja irgendwo auch praktikabel sein. Und ich denke da vielleicht als Beispiel an den Alone in the Dark-Entscheid des Deutschen Bundesgerichtshofs, der sich mit verschiedenen solchen Ansätzen auseinandergesetzt hat und der dann gesagt hat, ich muss das jetzt hier schnell vorlesen, damit ich keine Fehler mache, also die regelmäßige Kontrolle einer dreistelligen Zahl von Linkressourcen im Internet übersteigt die dem Dienstanbieter zumutbaren Überprüfungsmöglichkeiten. Es kann aber zumutbar sein, eine kleine Anzahl einschlägiger Linksammlungen, im konkreten Fall von 9 Linksammlungen, darauf zu überprüfen, ob sie zu dem auf ihren Servern abgespeicherten Computerspiel führen. Also es ging in diesem Fall um ein Computerspiel. Also es wird eine Frage der Praktikabilität sein wahrscheinlich und eine Frage des Umfangs. Vermutlich wird man nicht eine hundertprozentige Kontrolle erreichen können und das macht wahrscheinlich auch nicht Sinn, aber wenn man zumindest das, was sinnvoll ist, tut, dann ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee und hier ist wahrscheinlich auch ein Konsens möglich. Kulturflatrate wurde angesprochen, das wäre natürlich die Alternative, indem man statt einer Durchsetzung ausschließlicher Rechte dann sagt, wir weiten die Schranke aus, wir machen statt einem Privatgebrauch eine Art Schranke für nicht gewerbsmäßige Nutzungen, das verbunden dann mit einer Vergütung. Da muss ich Ihnen berichten, dass die Jaguar 12 einen solchen Ansatz sehr verworfen hat. Die Künstler, so habe ich den Eindruck gehabt, empfanden es eher als Bevormundung, dass man sich einfach bedienen kann und dafür noch eine Entschädigung, ein bisschen was erhält. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck gehabt, dass es sich auf Konsumentenseite eine gewisse Zurückhaltung gezeigt hat, aus Fairness-Überlegungen. Nicht? Also, die Einzelfallgerechtigkeit bleibt da natürlich bis zu einem gewissen Grad auf der Strecke. Wenn Sie eine Flatrate bezahlen, eine Pauschale, dann bezahlen Sie immer entweder etwas zu viel oder etwas zu wenig. Und dann stellt sich dann auch die Frage, wie so etwas gerecht verteilt werden soll, wenn die Nutzungen gar nicht kontrolliert sind. Nicht? Das ist dann eben auch eine Frage. Also von daher, Flatrate vielleicht weniger ein Thema gewesen. Und damit bin ich schon etwa am Ende meiner 5 Minuten. Ich erlaube mir noch eine persönliche Bemerkung, eine persönliche Wahrnehmung. Es haben verschiedene Vertreter oder Mitglieder, die in der AGU 12 sind, bereits etwas Frustration geäußert und Bedenken, ob es dann wirklich zu einem Ziel führt und waren vielleicht auch etwas enttäuscht über den Fortschritt. Ich persönlich habe das nicht wirklich so wahrgenommen. Man hat in einer ersten Phase, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Schluss, mal die Positionen auf den Tisch gelegt und Lösungsansätze andiskutiert. Und es sind immerhin schon Lösungsansätze auf dem Tisch. Und es gilt nun natürlich in einer zweiten Phase, diese Lösungsansätze weiter zu diskutieren, Lösungen vielleicht etwas zu verfeinern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Mitglieder der AGUR hier diese Diskussion weiterführen, dass wir durchaus in der Lage sind, Ihnen gegen Ende Jahr Empfehlungen abzugeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Meyer. Ich denke, es gibt vielleicht schon die ersten Fragen, auch zu dem Referat. Von den zwei anderen Referenten natürlich. Schön. Vielen Dank, Herr Meyer. Frage, ja. Sie haben am Anfang von Ihrem Referat gesagt, ich sage Urheberrecht und nicht Urheberrechtsgesetz, haben das besonders betont. Ja. Wie muss ich das interpretieren? Bedeutet das, dass die AGUR 12 nicht auf eine URG-Revision hinarbeitet, sondern eventuell auf dem Verordnungsweg eine Veränderung herbeiführen will? Jetzt sind Sie schon viel zu spezifisch, es tut mir leid. Zum Beispiel die Selbstregulierungsmöglichkeit, die wir angesprochen haben, die bedingt weder eine Verordnungsänderung noch eine Gesetzesänderung. Nicht? Es ist explizit auch der Wunsch gewesen von Frau Sommaruga, dass man Ansätze prüfen sollte, die möglichst schnell zu einer Lösung beitragen. Sie hat gesagt, sie will sich zwar nicht einer Gesetzesrevision verschließen, nicht, aber möglicherweise führen andere Wege schneller zum Ziel als eine Revision. Sie haben erwähnt, dass es bereits Lösungsvorschläge auf dem Tisch gibt. Können Sie da was dazu sagen?
wie die aussehen könnten? Was da auf den Tisch liegt? Ja. Ja, eben einen habe ich angeschnitten, das ist die Frage der Selbstregulierung im Bereich der ISPs, der Internetdienstanbieter. Eine weitere Frage oder ein Thema, das angeschnitten wurde, das ist die Frage von, es ist umstritten, wie man es jetzt nennen soll, ich sage es Ihnen mit dem umstrittenen Titel Warnhinweise, so dass Sie darauf hingewiesen werden, wenn Sie den sicheren Boden verlassen, wobei hier die Diskussion dann war, wie sollen diese Warnhinweise ausschauen? Man hat sich dann eher so auf den Terminus edukative Hinweise oder edukative Maßnahmen geeinigt. Das trägt auch den Anliegen Rechnung der Konsumenten, die sagen, wir sind mit dem Urheberrecht, das sehr abstrakt ist und auch nicht wirklich so intuitiv erfassbar, dass wir da Hilfestellung brauchen. Also von daher eine Information darüber, wann man sich in moralisch vielleicht etwas fragwürdigeren Gefilden bewegt oder dass man darauf zumindest hingewiesen wird. Das wäre ein weiteres Thema gewesen, nicht? Also ein drittes vielleicht ist die Frage, wie weit eine Einrichtung wie die COBIC, diese Stelle für zur Bekämpfung von Internetkriminalität auch im Bereich Urheberrecht verstärkt tätig werden soll oder ob man allenfalls eine Urheberrechtskopie einrichten soll, aber wie gesagt, das sind Ansätze und man hat es erst dann diskutiert, ob das dann wirklich zu einer Lösung finden, ob diese zu einer Lösung führen würden, die für alle annehmbar sind, das wird sich zeigen. Vielen Dank. Noch eine Anschlussfrage? Simon Schlauer, ich bin jetzt aber tatsächlich Mitglied der digitalen Anwend, vielleicht auch zur Interessenlage, wenn man so sagen will. Erste Frage im Zusammenhang Take-Down, was du erwähnt hast. Wie stehst du da zu diesem Bundesgerichtsentscheid, der kürzlich gegangen ist in Sachen Tribünische Wend? Da bin ich selber als Netzpolitiker ein bisschen erschrocken darüber, gerade was gesagt. Und das Zweite vielleicht nur eine Bemerkung aus Perspektive digitaler Anwend. Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass man uns nicht berücksichtigt hat. Es gibt eigentlich in dieser Gruppe wenig Leute, die sich, ich sage jetzt mal, für einen liberalen Umgang mit Urheberrecht einsetzen. Und ein Ergebnis davon vielleicht ist auch diese offenbar mehr oder minder einhellige Ablehnung des einer Kulturflatrate, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Aber primär war die Frage jetzt wegen der Provider. Ja. Das ist noch schwierig abzuschätzen, was dieser Entscheid jetzt wirklich für eine Konsequenz hat, weil der ja nicht im Urheberrecht gefallen ist, sondern im Bereich des Persönlichkeitsschutzes und hier die Interessenlage etwas anders ist und auch die Gesetzeslage nicht. Also dort, wenn du die ZGB 28 anschaust, heißt es dann schon, dass man quasi alles unternehmen muss und das Bundesgericht hat einfach das geltende Recht angewandt. Ich würde nicht zu prognostizieren wagen, dass dieser Entscheid eine ähnlich große Tragweite für urheberrechtliche Sachverhalte hat. Nicht? Aber man wird das im Rahmen der AGUR thematisieren können. Wenn das die Mitglieder aufbringen, werden wir das natürlich dann auch da anschauen müssen. Nicht? Es ist ein Member, also ich soll sagen, so Member-driven Instrument. Es sind die Vertreter der verschiedenen Interessen, die hier die Vorschläge einbringen. Zur zweiten Frage der Nicht-Einladung der digitalen Allmend. Es gibt auch andere Leute in diesem Raum, die nicht eingeladen wurden und nicht sehr erfreut sind. Das Problem ist, es ist etwas schwierig, alle Leute an den Tisch zu bitten und dann gleichzeitig eine Größe zu haben, die noch irgendwo eine Diskussion erlaubt. Und man hat bei der Zusammensetzung relativ stark darauf geschaut, wer ist allenfalls durch Dachorganisationen bereits vertreten. Und im Bereich digitale Allmend hat man sich dann entschieden, halt die Konsumentenverbände einzuladen und die vertreten, würde ich jetzt mal meinen, ja, du sagst so, aber die sollten eigentlich so ein bisschen die Sicht auch vertreten, die digitale Allmend vertritt. Danke. Noch eine letzte Frage.
Mich würde interessieren, Herr Meyer, welche Strategie Sie gewählt haben, für die Vernehmlassungsunterlagen vorzubereiten. Werden Sie einen Vorschlag unterbreiten oder werden Sie mehrere Vorschläge unterbreiten? Mein Anliegen wäre, dass eigentlich eine gewisse Transparenz sichtbar wird, damit im Verlauf des Vernehmlassungsverfahrens eben auch verschiedenste Modelle, die jetzt erarbeitet werden, diskutiert werden können. Ja, also eine Vernehmlassung wäre ja eigentlich eher eine Vorstufe dann für eine Gesetzesänderung. Und da so weit sind wir doch noch nicht. Also, was wir Ende der Augur machen werden, ist der Frau Sommaruga berichterstatten, weil sie diese Gruppe ins Leben gerufen hat und den Auftrag erteilt hat. Ich kann nur vermuten, dass Frau Sommaruga diesen Bericht dann auch öffentlich zugänglich macht. Aber wie gesagt, wir haben den Auftrag, einen Bericht zu erstellen und Empfehlungen zu machen. Und das wird an Frau Sommaruga gerichtet sein.